Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Ich spiele heute mit euch das Spiel Drotin. Drotin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein Echtzeitstrategiespiel, was ich bei Steam Greenlight entdeckt habe. Daraufhin die Entwickler angeschrieben habe und tatsächlich einer der ersten bin, der es mal ausprobieren darf. Es ist jetzt eine extrem super frühe Version, aber der Entwickler und ich sind einfach neugierig, wie ihr darauf reagiert. Deswegen, fleißig kommentieren, was ihr euch in solch einem Spiel noch wünscht und was ihr gleich sehen werdet, was ihr noch verbessern würdet. Also keine Scheu, es wird auf jeden Fall interessant. Das Spiel gefällt mir sehr gut. Ich bin sowieso so ein Fan von so einer Spiele wie Art, so Stronghold und. Und es sind deutsche Entwickler, die können wir ja auch mal ein bisschen fördern, wäre ganz gut. Auf meine Beschreibung oder in meinen Kommentaren werdet ihr auch noch einen Link finden für die Greenlight Aktion von ihm, dass ihr da vielleicht, wenn ihr euch das Spiel gefällt, einmal draufklickt, dass ihr euch das Spiel vielleicht kaufen würdet, wenn es rauskommt. Das ist ja immer so eine Frage bei Steam und damit haben dann auch die Entwickler so ein bisschen Erfolg. Finde ich ganz wichtig. Ich habe natürlich drauf geklickt. So, wollen wir anfangen. Ihr seht einen ganzen Haufen wilder Bauern. Eigentlich sind es, wenn man draufklickt, Workers und Builders, also die roten sind die Workers und die Builders sind die grünen, die bauen und die Workers, die malochen natürlich wie die Verrückten. So, wir bauen als direkt unsere Tornhalle, also eine fette Stadthalle, damit unsere Stadt langsam anfängt zu florieren. Denn darum geht es ja in Echtzeitstrategiespielen. So, das Ganze funktioniert schon sehr gut in der ganz super extrem frühen Version, die ich bekommen habe von den lieben Entwicklern. Nochmal danke an Thomas dafür und ist natürlich zeitlich ziemlich langsam. Ne? Deswegen hat er mir sogar noch einen Tipp gegeben bei Facebook, dass wir auf Plus drücken können, auf den Nummernblock und zum Beispiel achtfache Geschwindigkeit machen können. Ihr seht, die werden das Gebäude erstmal, also die tun erstmal den Boden angleichen, holen sich die Ressourcen, die sie brauchen, wenn wir sie nicht haben, für spätere Gebäude, da kommt auch schon der Balken, dann können sie natürlich nicht bauen. Deswegen müssen wir als allernächstes wichtige Dinge errichten. Ja, mache ich das jetzt schon falsch, wird es nicht weitergehen. Auf jeden Fall den Zelthersteller, denn hier besteht ja meistens, eigentlich besteht ja alles aus Zelte. Baue ich den lieber als allererstes mal, damit wir den schon mal haben. Nicht, dass am Ende die Ressourcen fehlen. Obwohl das Ganze, wie gesagt, eine sehr, sehr frühe Version des Spiels, ne? Nicht schimpfen. Da gibt es natürlich noch ein paar Fehler, aber das ist natürlich, aber es läuft schon sehr gut, muss ich sagen. So. Der Zeltbauer ist da. Ich habe natürlich jetzt wieder beschleunigt. Das Ganze in-game finde ich auch ganz praktisch. Da muss ich es nicht im Video schneiden. Und gehen einfach mal durch die Menüpunkte. Ne, ich habe jetzt einfach mal den Zelthersteller gebaut, ohne was vorher zu sagen. Aber wir haben hier eine Produktion. Wir haben hier für Nahrung einen ganzen Reiter. Der ist auch wesentlich größer. Und Organisation. Darauf kommen wir dann als letztes sozusagen, weil um die Stadt auch fortschrittlicher zu machen, müssen wir am Ende ein übelstes Event machen. Ja, so eine kleine Party, sagen wir mal so. Aber jetzt bauen wir erstmal Holzfäller. Das Ganze können wir auch drehen. Also wir können auch die Zelte hinsetzen und drehen. Ihr seht's. Alles funktioniert schon sehr gut, muss ich sagen. Also hat gutes Potenzial das Spiel. Mit eurer Unterstützung werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, was erreichen. So, den Holzfäller, den baue ich mal direkt neben dem Baum. Muss nicht, man kann den auch direkt ins Dorf bauen. Aber Strecken laufen müssen sie ja eh. Das Ganze, wie gesagt, wieder langsam, ihr seht's. Jetzt machen wir mal plus, plus, plus. Achtfache Geschwindigkeit, da werden die Ressourcen gebracht und die Builders geben Gas. Dann entsteht, ich mache es mal ein bisschen langsamer, natürlich auch ein Holzfäller, der sich dann darum kümmert, dass immer frisches Holz bei uns im Lager landet. Da ist er. Das Ganze zweifache Geschwindigkeit, wenn ich mich nicht irre. Der sucht sich jetzt einen schönen Baum aus. Ist er wählerisch scheinbar? Ne, ist er nicht. Er nimmt den nächsten. Schlau. KI, wie gesagt, funktioniert schon ganz gut. Haut jetzt den Baum nieder. Animationen und so werden wahrscheinlich noch ordentlich geändert, obwohl die reicht eigentlich schon aus. Ihr seht's. Er kloppt, der Baum fällt auch um. Finde ich super, optisch gut. Bleiben wir minimalistisch und machen direkt einen Steintypen, einen Steinbruch. Den können wir aber direkt bei uns am Lager bauen. Wie gesagt, die Laufwege haben sie ja dennoch. Da kommt bestimmt noch was dazu, wie Karren oder sowas. Ne, achtfache Geschwindigkeit. So wie im echten Leben müsste das auch so gehen. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, würde ich erstmal, ich würde glaube ich sofort morgens auch schon auf Plus drücken, damit der Tag vorbei ist. Aber so schön haben wir es einfach nicht im Leben. Wir haben keinen Nummernblock im Auto oder neben unserem Bett. So, der Steinmetz oder der Steinbruchmann, der geht los. Er wählt wahrscheinlich die Steine hier oben. Ihr seht die, da sind sie am Liegen. Wir können auch verdammt weit aus der Karte zoomen.
Dann sieht er unseren kleinen Ameisenhaufen unten rumlaufen. Wie schön, sowas zu beobachten, einfach wie so eine, wie man so eine selbstgebaute Stadt einfach so zum Leben erweckt. Er ist natürlich sehr langsam und holt dementsprechend weniger Stein. Deswegen bauen wir. Sollen wir noch einen? Nee, Quatsch. Wir machen erstmal weiter. Wir gehen mal auf den Nahrungsbutton. Und da seht ihr jetzt auch schon direkt 6 Punkte. Eine Räucherei, eine Wasserversorgung, ein Fischer, ein Fleischer, ein Bärensammler und ein Jäger. Ich baue als allererstes den Jäger. Den passe ich mir auch mal so ein bisschen optisch an. Und unsere Leute laufen natürlich los. Ressourcen hatten wir natürlich, Startressourcen. Die sind jetzt im Lager hier. Da können wir auch drauf schon blicken. Da seht ihr hier. Kein Holz. Feuerholz. Holz haben sie jetzt alles rausgeholt. Und ihr seht ja richtig viele, viele Möglichkeiten, die wir hier zur Möglichkeit am Ende stehen. Also es wird doch schon sehr interessant. Bringt einfach nur Ideen mit rein. Ich glaube, da freuen sich auch die Entwickler. Also, wie gesagt, die Karren zum Beispiel, dass der Holzfäller zum Beispiel ja auch hier so eine Karre hinkriegt, die mehr Holz dann schneller zum Lager bringt. Was natürlich alles so vielleicht auch schon in der Idee der Entwickler ist, man weiß es ja nicht. Einen Jäger haben wir jetzt. Jetzt baue ich mal. Keine Wasserversorgung, nein. Ein Bärensammler, ein Fleischer, der aus den Gejagten dann auch das macht, was wir wollen. Na, ein bisschen Abstand, der stinkt immer so ein Fleischer. Habe ich selber gelernt, den Job, also darf ich sagen. Mache ich mal wieder schnell. Da ist der Fleischer. Und da ist auch schon das erste Tier gekommen. Habt ihr gesehen? Da hat das reingebracht. Alles wird bestimmt schön mit Animation ausgearbeitet. Arbeitet jetzt. Macht wahrscheinlich irgendwie so ein. Ein halbes Reh hängt dann da im Zelt und der Metzger holt sich das und macht daraus dann ein leckeres. Da ist er. Ja, die Workers, die bringen das jetzt. Mann, die Workers will ich auch in echt haben. Das wäre auch praktisch. Bringen das jetzt zum Metzger und der Metzger verarbeitet das dann. Und da kommen auch noch Steine angelaufen. Sehr gut. Er läuft ja wie ein Länderspiel, muss ich ja sagen. Als nächstes nehmen wir eine Räucherei, damit wir auch lecker qualitativ hochwertiges Fleisch kriegen und was länger haltbar ist. Schmeißen die mal hier so hin. Ein Verbund, der Jäger, der Metzger und die Räucherei. Ja, um Kosten zu sparen, können wir dann zwei entlassen und das macht nur noch einer, so wie in der Wirtschaft auch bei uns. Praktisch, oder? Nein, Quatsch. Das ist natürlich völliger Blödsinn. So, achtfache Geschwindigkeit. Und ja, ich würde es gerne langsamer laufen lassen, aber ihr wisst ja, man kann ja nicht 80 Stunden Video machen, das wird ja keiner mehr gucken dann, ne? So, wir haben unseren Fleischereiverbund, wir haben Stein. Wir haben einen Zelthersteller, also der da auch die Zelte herstellen kann dann. Und ein Holzfällerlager. Es läuft. Es läuft gut. Wir könnten jetzt einfach nur gemütlicherweise weiter einen Fischer herstellen zum Beispiel, der einfach mal ein bisschen angeln geht, damit die Abwechslung der Nahrung ein bisschen cooler wird. Spielt im Endeffekt jetzt noch keine Rolle. Wie gesagt, eine sehr, sehr frühe Version des Spiels. Also die Bauern und also die nicht die Bauern, die Workers und die Builders, die sind noch nicht ganz so wählerisch. So, ein Angler. Der geht sofort angeln und schwupp. Wo ist er, der Angler? Da, flitzt er los. Weg ist er. Geht angeln. Das ist der geilste Job wahrscheinlich von alle jetzt hier. Ja, hier ist er. Mal gucken, ob der auch angeln geht. Einfach mal nur so aus Interesse. Oder sich nur am Wasser stellt. Habe ich so noch nicht beobachtet. So, kurz schnell langsam machen. Nicht, dass er fertig geangelt hat, wenn ich untergehe. Doch, der stellt sich nur noch am Wasser. Wie gesagt, frühe Version, der wird wahrscheinlich eine schöne Angel bekommen. Und dann wird er Fische mit nach Hause bringen. Dann gucken wir mal, wie lange er so angelt. Ah, da hat er einen Fisch über dem Kopf. Und bringt lecker Fisch. Finde ich cool. Finde ich echt cool. Bin aber auch kein Fischfan, muss ich sagen. Gar nicht, noch nie gewesen. Und obwohl ich meinen Angelschein angefangen habe. Aber ich glaube, beim Angelschein habe ich gemerkt, ich mag gar keinen Fisch. So, Räucherei haben wir. Eine Wasserversorgung, übelst wichtig. Die machen wir mal so ein bisschen zentraler hier. Ja, das ist nicht wirklich zentral. Dann gucken wir, was als nächstes noch gibt. Den Fischer haben wir jetzt, den Fleischer haben wir. Den Bärensammler, den können wir auch noch einstellen, der ja, Bären pflücken geht. Bären haben wir nämlich auch im Spiel. Da sehen wir schon die Büsche, die kleinen. Ich zoome mal einen ran.
Und die ganze Zeit haben wir das Lager eigentlich jetzt da unten im Bild auch ganz praktisch. Wir haben jetzt so ein zweimal Fleisch, das wurde aber noch nicht geräuchert, wird natürlich die ganze Zeit gemampft. Zwei Zelte. Die Ressourcen müssen da sein natürlich, um auch die Häuser zu bauen, ne, die wir jetzt machen müssen. Denn wir haben ja nicht mehr ganz so viele Häuser, aber ich sehe gerade noch einen Busch. Will über einen Busch reden und redet über Häuser. Seltsam. Und ja, fertig sind wir noch lange nicht. Als nächstes die Organisation. Und die ist wichtig, denn damit, das geht in der, wie gesagt, frühen Version nur bis zu Stufe 2 sozusagen vom Ausbau her, wird natürlich noch weiter ausgefeilt von den Entwicklern, die eigentlich gar keinen Namen haben. Das Spiel heißt nur Drotin, aber ich habe noch gar keinen Entwicklername gefunden. Also das wäre cool, wenn du mal einen in der Beschreibung schreibst, falls du noch keinen hast. Dann, Leute, dann denkt euch mal einen Entwicklerstudioname aus. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das könnte ganz interessant werden, was ihr da so für Ideen habt. Ja, ein mittleres Wohnzelt könnten wir eigentlich mal kreieren, damit die auch mal ein bisschen schlafen können, unsere Bauern. Machen direkt ein mittleres, es gibt auch ein kleines. Lassen die das mal auf in Speed bauen. Und das Ganze läuft schon sauber rund, auf jeden Fall. Man hat da schon so das Gefühl, dass das Spiel nicht fertig ist, aber es ist, es geht einen guten Weg voran. Also wenn es dann mal veröffentlicht wird, wird es auf jeden Fall ziemlich interessant. Dann haben wir noch ein kleines, komm, wir bauen noch ein kleines süßes daneben. Was soll's? Dann haben wir kein Zelte mehr, ne? Dann haben wir, glaube ich, alle Gebäude gebaut, die es im Augenblick gibt. Dann können wir unseren Platz bauen. Der braucht richtig viele Ressourcen. Und das ist so der Evolutionspunkt in dem Spiel. Also der wichtigste Bau, den ich jetzt so wahrnehmen würde. Also ich würde natürlich Essen und Trinken auch als übelst wichtig bezeichnen. Aber hier werden später Events statt drauf finden und die Ortschaft einfach weiterbringen. Noch sind wir ja ziemlich mittelalterlich, sag ich mal, mit Zelten und sowas. Steine kommen noch dazu und. Und das müssen wir alles über diesen Eventplatz machen gleich. Zeige ich euch mal in achtfacher Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob ich genug Ressourcen habe. Hab ja nur zwei, ja nur einen Holzfäller und einen Steinbruch. Könnte sein, dass das ein bisschen dauert und ich das so ein bisschen schneiden muss. Aber ich glaube nicht. Aber die bauen ganz fleißig, ich sehe das gerade. Okay, da hämmert er noch. Alles achtfache Geschwindigkeit. Und es könnte sein, dass der fertig ist, tatsächlich. Nein, ist er noch nicht. Er hat noch Lebenspunkte, noch 150. Angegriffen werden wir ja noch von niemandem hier, also noch nicht. Und das Ganze muss ich dann einfach jetzt ein bisschen beschleunigen. Ja, da kommen schon wieder die nächsten Steine. Ihr seht jetzt, der Worker bringt die. Da hat er es hingebracht und der Bilder, der gibt sofort wieder Gas. Der hat jetzt den Stein bekommen und wird irgendwo hämmern, da wo er fehlt. Ja, das ist die Umrandung. Ganz cool gemacht, ne? Ja, wir haben nur einen Steinbruch. Natürlich dauert das ein bisschen länger dann. Sind ja noch am Start. Später geht das alles wesentlich schneller. Ich mach mal achtfache Geschwindigkeit. Oh, ich glaube, der ist fertig. Der ist fertig. Da brauche ich gar nicht achtfache Geschwindigkeit machen. So, noch ganz früh, wie gesagt, ihr seht's. Die Buttons hier, das ist auch ein Hammer, Start-Event, mit den Buttons, da kommen wir dann da drauf, ja, uns weiter eine Evolution auszusuchen. Nein, wir suchen uns keine Evolution aus, wir werden einfach ein bisschen schlauer. Ich habe erstmal drauf gedrückt, das kann eine ganze Weile dauern, ich werde das einfach mal so laufen lassen. Ihr seht, für dieses Event wird einiges benötigt an Material, das hätten wir gar nicht bekommen, wenn wir die nicht gebaut hätten. Also es müssen Fische hin, geräuchertes Fleisch, also der... Unsere Bürger machen die gleich eine fette Party, sagen wir mal so. Und bevor die Ressourcen nicht alle da sind, machen sie natürlich nicht die Party. Deswegen ist das auch ein bisschen schwieriger, das zu erreichen, das Ziel. Und ich hoffe, dass das nicht ganz so lange dauert jetzt. Weil ich werde dann auf jeden Fall schneiden. Weil wir von allen ja nur eingebaut haben. Unseren schönen Zellen. Dann machen wir mal Plus. Und bis zum Event einen kleinen Schnitt rein. So, ihr seht, das Lager füllt sich langsam. Ich denke mal, wir brauchen von allen 5. Ein Fisch fehlt nur noch. Und dann geht die Party ab hier. Muss mal ganz vorsichtig gucken, wann der da rüberläuft mit seinem Fisch über dem Kopf. Damit die Party nicht zu schnell vorbei ist. Da ist er. Okay, das Feuer steht. Wir haben von allen 5
Geräucherter Fisch. Okay, der Fisch muss ja auch erst geräuchert werden, genau wie das Fleisch. Stimmt, ist ja auch so ein dunkler Fisch. Yeah, Party! Da freuen sich unsere Bauern. So. Ja, ich habe vergessen, den Bärensammler zu machen, glaube ich. Der hat auch übelst gebraucht. Dann habe ich noch einen Fischer hier oben reingesetzt, damit das mit dem Fisch ein bisschen schneller klappt. Aber jetzt haben wir die Party und werden ein bisschen Bauoptionen dazu kriegen, wenn die Party vorbei ist. Ja, die Bauern, die freuen sich auch, wenn man sie belobt. Belobt? Ist das ein Wort? Belohnt, wollte ich natürlich sagen. So. Party vorbei. Das ging schnell, aber eine Nacht, so ein Tag-Nacht-Rhythmus sozusagen, ist dann hier der Evolutionsschritt. Jetzt haben wir eine Kirche zum Beispiel, die wir bauen können. Dafür brauchen wir dann aber mehr Zeugs. Heißt also, dass wir auch in den anderen Menüpunkten was dazu gewinnen, wie einen Stein Metz, der aus den Steinen dann auch Ziegel herstellen kann. Na, das machen wir alles nochmal ganz fix. Aber ich glaube, ihr habt das Spiel an sich schon verstanden. Auch das benötigt alles sehr, sehr, sehr viele Ressourcen. Und wir haben immer noch viel zu wenig gebaut. Da müsste man ein bisschen mehr hätte. Man hätte mal mehr machen müssen auf jeden Fall. Aber wir können jetzt eine Kirche bauen zum Beispiel. Wir können. Lebensmittel haben sich nichts verändert. Das ist alles geblieben. Ein kleines Haus. Alles mit aus Backstein halt. Wir machen das einfach mal so. Und auch die Bilder sind noch nicht ganz so Optimum. Und durften dann, ihr seht's ja, sie arbeiten fleißig, wirklich einfach mal wirklich so eine extrem frühe Version des Spiels spielen. Und ihr könnt es in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Auch mal was anderes, nicht immer dieses Survive-Game, immer Zombies, Zombies, Zombies. Nein, auch mal ein bisschen Echtzeitstrategie mal wieder. Seit langem habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Und dabei spiele ich das so gerne, wenn ich das einfach so bemerke, gerade. Ordentlich Bäume gefällt. Der Baumtöter hier. Und ja. Wie gesagt, danke fürs Zusehen und danke für die Version des Spiels. War sehr witzig, ja, also hat echt Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf, wenn es eine neue gibt, ne, und mehr Inhalt auf jeden Fall. Schaut bei den Leuten bei Greenlight rein und auf der Homepage, wenn sie eine haben. Ich werde alles verlinken. Bis dann, Leute.